Am 26. Jänner 2020 finden in Burgenland die Landtagswahlen statt. Der ÖZIF Burgenland möchte von den wahlwerbenden Parteien wissen, inwieweit in ihrem Programm spezielle Maßnahmen für die Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen enthalten sind. Heute sind wir hier in Deutschkreuz bei Herrn Kölli, Spitzenkandidat der Bündnisliste Burgenland. Und er hat sich dankenswerterweise Zeit genommen, uns ein paar Fragen zu beantworten. Grüße. Sehr gut, freue mich, dass ich ein Interview geben darf. Fangen wir an mit dem Thema Bildung. Wie stehen Sie zum Thema Sonderschulen? Sonderschule ist für mich ein wichtiges Thema, gar keine Diskussion, die brauchen wir. Der Bund sollte hier was dazu beitragen, das Land und natürlich auch die Gemeinden. Aber auch allgemein die Menschheit sollte auch nachdenken, dass wir solche Sonderschulen einfach brauchen. Und das ist ganz wichtig für mich. Welche Änderungen im Lehrplan bzw. im Regelschulsystem sind Ihrer Meinung nach notwendig, um eine Inklusion von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen? Ja, ich denke, Deutschkreuz ist auch hier ein Beispiel, wo wir das alles umsetzen, wo wir das alles im Endeffekt auch vorzeigen. Und ich stehe dahinter und will auch, dass das Land, wieder der Bund und natürlich auch die Gemeinden, und das gehört für mich zusammen, dass da eigentlich einiges in Bewegung kommt. Durch die Übertragung der Zuständigkeit für die Schulassistenz wurden ja bereits Erleichterungen für die betroffenen Familien erreicht. Aus Budgetgründen ist die Versorgung mit Schulassistenz jedoch oftmals nicht im nötigen Umfang gesichert. In welchem Ausmaß ist eine Erhöhung der finanziellen Mittel von Ihrer Seite angedacht? Ich denke, der Bund wieder und das Land und auch die Gemeinden, gemeinsam müssen wir hier schauen, dass die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und das ist für mich ein wichtiger Faktor, um das Ganze auch umzusetzen. Weil ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist und der Faktor ist, dass auch das so passieren kann. Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zur Inklusion im Bildungsbereich ist, dass es nach wie vor Schulen gibt, die nicht ausreichend barrierefrei sind. Gibt es in Ihrem Programm einen Plan für den flächendeckenden Ausbau bezüglich Barrierefreiheit in Schulen? Deutschkreuz ist wieder ein großes Beispiel dafür. Wir schauen, dass das alles behindertengerecht zugänglich ist. Wir haben einen Roboter jetzt angeschafft, der herzeigbar ist, der ist landesweit auch dementsprechend auch zu demonstrieren und auch umzusetzen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Wir haben aber auch weitere Projekte, wo wir Zugänge geschaffen haben im öffentlichen Bereich, sei es Gemeinde und im Kindergarten und dergleichen mehr. Und das finde ich für ganz wichtig. Und das gehört auch vom Bund und wieder das Land und mit gemeinsam umgesetzt. Sehr schön. Zum Thema Barrierefreiheit allgemein. Die Verpflichtung zur Herstellung der Barrierefreiheit ist ja im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz statuiert. Und das Gesetz trat bereits am 01.01.2006, also vor über 14 Jahren, in Kraft. Vor 4 Jahren lief dann auch noch die 10-jährige Übergangsfrist aus. Bezüglich Barrierefreiheit im öffentlichen Raum hat sich ja in den letzten Jahren schon einiges verbessert. Aber da ist noch genügend Luft nach oben. Welche Maßnahmen wollen Sie setzen, um den Ausbau von Barrierefreiheit zu forcieren? Dank ÖZIF ist ja wirklich einiges passiert und da muss man nur gratulieren und Danke sagen, dass da was weitergegangen ist. Aber wie immer viel zu wenig und da muss man nachhaken und muss man auch schauen, dass man wieder neue Regelungen einfordern und auch hier wieder die Politik gefragt ist, was umzusetzen, nicht wie bei Sonntagsreden immer nur sich hinstellen und sagen, werden wir machen und schlussendlich passiert dann nichts, wie man hier sieht. Wir als ÖZIF Burgenland haben als Kompetenzstelle für das ganze Burgenland mit dem ÖZIF Burgenland Gütesiegel eine Möglichkeit geschaffen, ein sichtbares Zeichen für barrierefrei nutzbare Objekte und Angebote für Menschen mit Behinderungen zu bieten. Das Vorantreiben des barrierefreien Ausbaus kommt über die Umwegrentabilität ja auch der Wirtschaft zugute. Kennen Sie das ÖZIF Burgenland Gütesiegel? Ja, ich kenne es. Im Landhaus wurde das montiert und dargestellt und es würde mich auch freuen, wenn es in der Gemeinde Deutschkreuz dementsprechend präsentiert wird. Und daher glaube ich, dass es wichtig ist und wie Sie richtig sagen, auch die Wirtschaft davon profitiert und hier nachhaltig auch nachdenkt, um das Ganze auch in ihren öffentlichen Gebäude aufzuhängen. Das heißt, der Stellenwert des ÖZIF Burgenland Gütesiegels für Sie ist dann relativ hoher? Sehr, sehr hoher. Wie halten Sie es selbst mit der Barrierefreiheit in Ihren Räumlichkeiten? Ja, wir versuchen alles abzudecken, was nur möglich ist. Ich habe schon erwähnt, mit einem Roboter auch Zugänge zu schaffen, wo normal niemand zugehen kann, aber das mit einem Roboter ist es möglich. Wir haben, wie Sie wissen, in der Gemeinde einen Zugang geschaffen, extra für Behinderte. Und das, glaube ich, sollte ein Zeichen für alle Gemeinden oder öffentlichen Räumlichkeiten gelten. Unser Vinatrium ist behindertengerecht ausgestattet, wo der Herr Präsident sich sehr wohl fühlt. Und wenn er immer kommt, darf ich ihn recht herzlich begrüßen. Und das finde ich für in Ordnung und so gehört das aufgebaut. Diesen Roboter müssen wir uns dann noch anschauen und wenn dann jemand Fragen dazu hat, kann er sich an den Bürgermeister von Deutschkreuz gerne wenden. Zum Thema Arbeitsmarkt.
Die Arbeitslosigkeit generell ist rückläufig, jedoch bei Menschen mit Behinderung steigt die Arbeitslosigkeit nach wie vor. Es gibt zwar eine Quotenregelung, aber häufig zahlen die Firmen die Ausgleichstaxe, statt Menschen mit Behinderungen eine Chance zu geben. Was werden Sie dazu beitragen, dass mehr Menschen mit Behinderungen angestellt werden? Ja, hier werde ich vorpreschen mit dem Land, wo die 1700 Euro jetzt netto sind, dass wir mehr Behinderte anstellen können, die Möglichkeit schaffen können, dass sie Arbeit finden, wo sie behindertengerecht auch dementsprechend ihre Leistung vollbringen können. Und da werde ich nachhaken und das werden wir auch einbringen in den Landtag. Sehr schön. Zur Behindertenhilfeverordnung. In dieser sind die Ansprüche auf die soziale Rehabilitation, zum Beispiel in Bezug auf den barrierefreien Badezimmerumbau von begünstigt behinderten Menschen, geregelt. Begünstigt behindert sind jedoch nur Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das heißt, entweder einer Arbeit nachgehen oder zumindest arbeitsfähig sind. Kinder und Jugendliche, Pensionisten und Menschen, die aus anderen Gründen nicht arbeitsfähig sind, haben keinen Rechtsanspruch auf eine derartige Versorgung. Das verunmöglicht in vielen Fällen eine selbstbestimmte Lebensweise und steht in Konflikt mit dem neuen Pflegekonzept, wonach die Pflege zu Hause ermöglicht werden soll. In welcher Form und mit welchem Zeitplan ist eine Verbesserung dieser Situation von Ihrer Seite geplant? Ich denke, wir haben eine gute Wohnbauförderung, wo 123 Millionen im Vorschlag beinhaltet sind, jedoch nur 60 davon ausgegeben wird. Auch hier wäre ein Ansatz gegeben, mit dem Geld die Möglichkeit zu schaffen, das zu unterstützen. Alles kostenlos zu machen, mit den Steuern dementsprechend umzugehen und vieles, vieles mehr. Und ich glaube, auch hier würde die Wirtschaft dementsprechend profitieren davon. Und ich glaube, das wäre ein Ansatz, den wir auch gemeinsam mit allen dementsprechend politischen Mitbewerbern auch diskutieren sollten und dann schlussendlich auch umsetzen. Oftmals benötigen Menschen mit Behinderungen ja auch selbst für eine alltägliche Tätigkeit wie Ausübung von Hobbys, Besuch von Veranstaltungen, Treffen mit Freunden, Urlaubsplanung und Durchführung und so weiter eine Assistenz, damit ihnen eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Lebensführung ermöglicht wird. Die gibt es ja auch für die Arbeit, gibt es das, die Arbeitsassistenz. Für den Freizeitbereich besteht aber kein Rechtsanspruch auf persönliche Assistenz im Burgenland. Einige unserer Klienten haben aus genau diesem Grund bereits ihren Wohnsitz nach Wien verlegt. Stichwort Fördertourismus. Wie wollen Sie die Situation für die Betroffenen verbessern? Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, weil wenn Abwanderung geschieht vom Burgenland, dann bedeutet das weniger Ertragsanteile, dann bedeutet das für die Gemeinden Verluste und dergleichen mehr. Daher muss das Land und die Politik Rahmenbedingungen setzen, dass solche Möglichkeiten gegeben werden, dass das auch umgesetzt wird. Und auch hier werde ich einen Antrag im Landtag einbringen, das Ganze umzusetzen. Da freuen wir uns. In den Behindertentageswerkstätten arbeiten ja Menschen mit Behinderung und erbringen dort ihre Arbeitsleistung, bekommen dafür aber nur ein Taschengeld und sind weder sozial noch kranken noch vor allem pensionsversichert. Sie müssen sich bei einem Elternteil mitversichern. Das widerspricht unter anderem der UN-Behindertenrechtskonvention. Darüber hinaus rächt sich diese Regelung dann aber auch im Alter nochmal, denn ohne Pensionsversicherung gibt es keine Pension. Der Weg in Armut im Alter ist vorgezeichnet. Was wollen Sie tun, um zu verhindern, dass diese Menschen ihr ganzes Leben lang fremdbestimmt leben müssen? Zum Ersten, ich unterstütze alle Behindertenvereine. Wir kaufen dort Material ein seitens der Gemeinde. Das ist der erste Schritt. Das Zweite ist natürlich ganz klar und deutlich zu erkennen, wenn man kein Einkommen hat, gibt es auch keine Pensionen und es ist die Armut vorgezeichnet und da muss man entgegenhalten und auch, dass der Bund und das Land und auch die Gemeinden gefordert sind, um hier finanzielle Mittel in die Hand zu nehmen und das Ganze dementsprechend abzuschwächen oder überhaupt in die richtige Richtung zu bewegen. Der ÖZIF Burgenland ist eine Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen und bietet Beratung und Unterstützung für die Betroffenen und ihre Familien. Durch unser Programm Kultur für alle, durch zahlreiche Sport- und Freizeitaktivitäten, spezielle Kinderprogramme, die Hilfsmittelzentrale und den Fahrtendienst mit dem Rollstuhltransporter bieten wir eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen im Burgenland. Wie sehen Sie in Zukunft die Zusammenarbeit mit dem ÖZIF Burgenland? Ich gratuliere den ÖZIF noch einmal für ihre Leistungen, viele freiwillige Stunden, die hier wirklich erbracht werden und bin natürlich ihrer Meinung, dass man hier vieles tun muss, eindeutig klar, dass man hier in die richtige Richtung einmal den richtigen Schritt setzt. Und wenn ich mir das anschaue, was ÖZIF wirklich leistet, dann kann man nur sagen, hier muss die Politik auch dementsprechend unterstützend mit finanziellen Mitteln mit dazu beitragen, dass das wieder in die normale Situation kommt, wo jeder die Berechtigung hat, im Land, ob behindert oder normal, sein Leben aus
machen kann und sich dementsprechend artikulieren kann, aber auch einen Arbeitsplatz dementsprechend finden kann. Der ÖZIF Burgenland ist ein Verein, der sich aus Subventionen, Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert und durch die ehrenamtliche Tätigkeit zahlreicher Helfer seinen Betrieb aufrechterhält. Durch steigende Kosten wird es für den Verein aber immer schwieriger, seiner wichtigen Aufgabe im nötigen Ausmaß nachzukommen. Wie könnten Sie sich eine nachhaltige Sicherstellung der Finanzierung des ÖZIF Burgenland vorstellen? Auch hier werde ich mich dafür verwenden im Landtag, nach den Wahlen natürlich, auch in den Gemeinden und auch in dem Bund, Klarheit zu schaffen. Was ist uns das wert und wie können wir das abfedern und wie können wir die finanzielle Unterstützung niederschreiben und dementsprechend auch Klarheiten zu sagen, ja, wir stehen hinter diesem Verein, wir stehen hinter diesen Menschen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man endlich einmal bekennt, wie steht man zu der ganzen Situation. Sehr schön. Lieber Herr Kölle, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und die Geduld hatten mit uns für dieses Interview. Dankeschön. Sehr gerne, ist mir ganz wichtig. Also, lieber Herr Abgeordneter, lieber Manfred, recht herzlichen Dank für das Interview. Auch einen wirklich großen Dank für die Zusammenarbeit und alles Gute. Dankeschön. Ich sage danke. Lieber Freund, lieber Manfred, wir kennen uns schon länger und wir wissen, wovon wir sprechen und wie man mit solchen Situationen umgeht. Und ich bin recht dankbar, dass es ÖZIF gibt, die was Sie wirklich hier verwenden für diese Behinderten, weil es ein ganz wichtiger Faktor ist in unserem Leben. Und unsere Lebensqualität müssen auch dementsprechend ausgebaut werden für solche Menschen mit Behinderung. Danke. Herzlichen Dank.